Hallo, guten Tag und Dobberdan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich sehr, dass es jetzt losgeht mit dem Gear Gear Festival und der ersten Folge von insgesamt 6 Folgen, die es an diesem Wochenende hier auf meinem Kanal zu sehen gibt. Ihr könnt mich übrigens supporten. Es gibt nämlich einen Festival-Hoodie passend zum Festival, ein Gear Gear Hoodie, Bio-Baumwolle, beste Qualität. Checkt dazu einfach mal meinen Shop aus. Link ist in der Videobeschreibung oder ihr klickt nach dem Video auf janjugo.shop. Wenn ihr mich supporten wollt, aber keine Lust habt, Geld für Klamotten auszugeben, dann könnt ihr mich trotzdem supporten, indem ihr einfach diesem Video einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert oder einfach dieses Video und das Gear Gear Festival weitersagt, vielleicht in eurer WhatsApp-Familiengruppe. Wie auch immer ihr das macht, ich sag schon mal Dankeschön. Ja, lasst uns direkt loslegen mit der ersten Folge. Es gibt beim Gear Gear Festival 3 Regeln. Die erste ist die wichtigste. Es geht ums Loot sammeln und ich muss mit jeder Runde den Beutewert von mindestens 10.000 erreichen und 10.000 ist gar nicht so leicht. Deswegen darf ich einmal pro Runde reinboostern und die dritte Regel ist nicht sterben. Wenn ich diese drei Regeln beherzige, dann sollte es recht erfolgreich sein, denn es gibt zusätzlich noch den Trigger, dass ich das Ganze am Double XP Weekend gespielt habe. Es wird also recht spannend und auch unterhaltsam. Heute mit der ersten Folge geht's los und dann das ganze Wochenende insgesamt 6 Folgen. Falls das Wochenende schon rum ist und ihr das hier später guckt, könnt ihr alle Folgen jetzt schon direkt hintereinander gucken. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt entweder bei der Premiere hier im Live-Chat mit dabei seid oder aber danach was in die Kommentare schreibt. Euer Feedback ist mir mega wichtig, ihr wisst es. Und dann sage ich jetzt erstmal viel Spaß mit Folge 1 und ich hoffe, wir sehen uns dann bei Folge 2 direkt wieder. Bis dahin, euch alles Gute, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go! Okay, es geht direkt los. Hier ist der verschlossene Behälter. Und hier ist das Safehouse. Erst ins Safehouse, oder? Verschlossener Behälter ist zu riskant. Da sterben wir. Wir probieren es trotzdem. Shit. Rein ins Safehouse. Oder ist hier schon jemand drin? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Hier ist noch keiner. Okay. Okay, wir haben den Container. Waren im Container keine Waffen drin? Ich habe einfach alles eingepackt, was drin war. Ich habe gar nicht eingepackt, was drin war. Ich habe nichts eingepackt. Schock. Es ist noch alles drin. Wie konnte mir das denn passieren? Schock. Da oben läuft jemand. Jetzt ist auch egal. Ich brauche meinen Loot. Okay. Das habe ich auch noch nie erlebt. Dass ich den Loot nicht eingepackt habe. Und ich bin einfach nochmal hingelaufen. Stark.
Wo ist der? Der Detektor? Hier unten, okay. Wahnsinn, ich bin nochmal zurück zum Container. Oh, krass. Und hab tatsächlich das Loot vergessen. Ich musste nochmal hinlaufen. Unfassbar. Ich hätte auch den Tresor eigentlich öffnen können. Fällt mir jetzt erst auf. Und dann nochmal hinlaufen sollen. Dann wäre er jetzt schon offen, aber... Wir müssen das Loot maximieren. Die Leute lassen mich tatsächlich hier beide Beute-Events knacken und einpacken. Wow. Wie viele Kassetten kann man mitnehmen? Auch zwei? Na, ich kann nur eine, okay. Okay, okay. Naja. Okay, wir haben das Waffenmanagement. Wir haben die beiden Waffen, die Top-Tier-Waffen im Wechsel. Jetzt kommt es drauf an. Okay, ist einfach hier hochgerusht. Idiot. Entschuldigung, aber das war nun wirklich nicht schlau. Hier einfach rein zu rennen. Puh. Okay, wir haben einen Sender. Hier ist der Ausgang. Wir haben echt viel Loot. Wir haben beide Beute-Events. Allerdings... ja, hier war gerade jemand schon. Ich könnte schon noch ein bisschen durch die Gegend looten. Wir können ins Kraftwerk, vom Kraftwerk hoch auf den Damm und dann über Biffs Dings hier raus. Wäre das ein Plan? Vielleicht. Wo ist der nächste? Das muss ich wissen, bevor ich jetzt hier irgendwie blind rauslaufe, falls noch einer draußen hockt und nur auf mich wartet. So ist es. So ist es. So krass einfach. Irgendwo hier ist er. Okay, aber wenn wir jetzt vorne rausrennen, kriegt er das mit? Kann sein, ja. Könnte er mitkriegen. Weiter geht's. Boah, noch ein Ping bekommen. Geil. Schön. Boah, ich merke, wie voll meine Taschen sind. Hier ist niemand, oder? Und der Typ beim Safehouse, der das Safehouse gecampt hat, hat es vielleicht gar nicht mitbekommen, dass ich raus bin. Geil. Okay, hier sind noch ein paar Chemikalien. Wir können gar nichts mehr einpacken. Ja, dann schmeißen wir diese Waffenkomponenten raus. Und komm, ganz ehrlich, wir brauchen auch nicht so viel Munition dafür. Chemikalien gibt es auch noch immer. Nee, hier geht's hier hinten. Hier in den Mitarbeiterräumen. Sauber, hier war noch keiner. Gut, okay. Und jetzt gehen wir hoch. Ist hier noch eine Kommstation? Ne, die ist oben auf dem Dings. Okay.
Strahlung kommt gleich von hier. Okay. Naja, noch ist da nicht mal der Abwurf gelandet. Alles chillig. Hier noch ein Medi. Was haben wir hier noch? Ah, Abwurf kommt, okay. Oh, noch mehr Chemikalien, okay. Wow. Ja, das wird für immer die Runde. Die Runde wird in die Geschichte eingehen, in die Jan-Jugo-Geschichte. Die Runde, in der ich den Behälter geöffnet habe, das Loot einfach liegen lassen habe, zum Tresor gerannt bin, Tür aufgemacht habe, zurück zum Behälter, Loot eingepackt, zurück zum Tresor, Tresor gestartet, Tresor eingepackt, weiter geht's. Unfassbar. Okay. Jetzt wollte ich ja nochmal checken, ob ich... Guck mal, der Abwurf liegt hier. Ich fass es nicht. Ich wollte eigentlich vielleicht nochmal hoch zu Biff, aber... Wir schleichen uns mal kurz hier hin. Wo liegt der Abwurf? Hä? Bin ich blind? Ach, da hinterm Strauch. Da. Alles klar, okay. Ist da oben schon das Ding gelootet? Nein, okay. Abwurf interessiert mich nämlich nicht so sehr. Weil das Loot jetzt verlieren beim Abwurf, wird man ja schnell mal gekillt. So, da sind Leute, die verstärken sich. Aber ich überlege, ob ich jetzt überhaupt hier rüberlaufen soll oder ob ich oben lang laufen sollte. Und noch die Autos looten. Aber ich muss, wenn, dann mich jetzt entscheiden. Aber ich glaube, ich gehe schon über den Damm. Ich sprinte hier schnell rüber. Okay. Hier stehen auch noch Chemikalien. Oh nein, ich kann die gar nicht allein packen. Wir müssen einfach ein bisschen Loot-Management betreiben. Und auch ein bisschen daran denken, was wir haben wollen, was wir nicht brauchen, die ich da rausgelöscht habe. Okay. Was denken wir wohl? Was denkt ihr wohl? Was denke ich? Was denken wir? Wo ist der nächste? Und gibt es eine Art freie Bahn für mich über dieses Exit? Denn bald wird die Tomate klingeln und dann kommt die Strahlung. Und ich will noch kurz bei Biff vorbei. Also, wir pingen jetzt. Wo ist der nächste? Hinterm Abwurf. Okay, keiner ist bei Biff. Jemand campt den Abwurf. Okay, Strahlung kommt. Okay, dann jetzt hier noch schnell rum. Habe ich eigentlich Jod bekommen? Nee. Na gut, okay. Kein Problem. Wir checken kurz hier noch, ob hier noch was zu holen ist. Ansonsten geht es direkt zum Exit. Ah, hier ist noch was. Stark. Dann müssen wir auch kurz hier rein. Wir looten jetzt noch schnell dieses Haus, weil hier war offenbar noch niemand. Und dann... Oh, hier ist noch eine blaue Box. Ich habe so drauf gehofft. Hammer. Da ist auch noch ein Jod drin, deswegen... Oh, ich hoffe zumindest das. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, meistens ist ein Jod in solchen Boxen, dass wir wegen der Strahlung uns jetzt gleich beim Run aufs Exit keine Sorgen mehr machen brauchen. Aber ey, da ist ein Jod. Ist ein Jod drin, okay.
Let's go. Das muss raus. Das muss raus. Das Jod nehmen wir mit. Die Chemikalien. Und das war's, oder? Sieht sonst ganz gut aus. Okay, komm. Mhm. Jetzt noch schnell bei dem Auto vorbei. Wir machen hier jetzt noch einen kurzen Schlenker. Bei diesem roten Auto ist auch immer in der Tür eigentlich gutes Loot. Sag ich doch. Wir kriegen sogar nicht mal alles mit. Was lösche ich raus? Lösche ich raus? Nichts. Das ist schon okay so. Die Chemikalien will ich höchstens noch mitnehmen. Ja, perfekt. Die passt noch rein. Okay. Mein Exit ist jetzt einfach geradeaus. Okay. Okay, das schaffen wir. Wir haben auch ein Jod noch. Ja. Wäre cool, wenn ich es nicht verbrauchen müsste. Für den Beutewert, denke ich, wäre das ganz gut, wenn ich noch ein goldenes Jod und rausnehme. Aber im Notfall wird es gleich geschluckt. Koffein haben wir jetzt keins. Wir können nicht schneller laufen. Aber das Ex ist da vorne. Aber es mit dem Jod wird wohl noch sein müssen, denke ich. Oder klappt's? Mal gucken. Es wäre super, wenn es klappt. Aber ich weiß nicht, wann der Countdown startet. Wenn der nicht jetzt langsam startet, muss ich es nehmen. Ach, er ist da. Alles klar, wir sind Sicherheit. Oh, perfekt. Hammer. Jetzt bin ich gespannt. War eine gute Loot-Tour. Genau so soll das laufen. Beide Beute-Events. Noch eine blaue Box. Der Schatz wäre natürlich auch super gewesen, aber der hätte am Ende gar nicht mehr reingepasst. Das sieht sehr gut aus. Ja, yeah, Beutewert 16.000. Perfekt. Perfekt. Ja, eine schöne Tour mit gutem Loot. So schmeckt's mir perfekt. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen, diese Loot-Tour mit der größten Verpeilaktion ever, nämlich einfach das Loot im Container lassen. Aber okay, kann man machen. Hat alles am Ende geklappt, sollte wohl so sein. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.